Eidos Interactive. Car Design. Los Alamos, New Mexico. Imperial Hotel, Calcutta, present day. What's a man gotta do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Huh? No, Miss Jacqueline Natler does, from Natler Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Laura. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Ja, Leute. 20 Jahre ist es alt. Fast. Keine Ahnung. Also, wir haben ja noch Anfang 2016. Ich weiß nicht, wann ich das hier veröffentlichen werde. Ja, es ist erschienen ursprünglich für das Sega Saturn und die PlayStation 1 und Microsoft DOS. Ich spiele das hier auf Windows 7. Ja, wir starten. Neues Spiel. Und da stehen wir nun, am Anfang von Level 1. Damit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider 1. Ja, ich habe dieses Spiel früher mit meinem Vater gespielt. Das heißt, er hat gespielt, ich habe zugeschaut. Und wartet mal, dieses Bild ist legendär, es ist eine Ikone, es ist der Ausdruck von Tomb Raider.
Ich habe es damals, mein Vater hat es damals gespielt und ich habe zugeschaut. Nun, mittlerweile spiele ich es selber. Das Spiel ist 20 Jahre alt. Es hat sein Jubiläum irgendwann, ja, im, ich glaube November oder Oktober. Kommt drauf an, in welchem Land man es jetzt sieht und auf welcher Konsole und Plattform und so weiter. Ja, ich habe noch gar nichts zum Spiel selbst erklärt. Die Story ist, glaube ich, klar. Wir spielen Lara Croft und entdecken ein Secret. Wir spielen Lara Croft. Wir müssen ein Artefakt hier in Peru suchen. Ein Artefakt, genau. Nicht ein Artefakt, sondern ein Artefakt. Wir haben gerade ein Geheimnis gefunden. Was genau das ist alles, das werde ich euch später noch erklären. Wir spielen die englische Version, weil ich die deutsche nicht irgendwie zum Laufen bekommen habe. Ja, sorry. So, oben links seht ihr die Lebensleiste. Die kann sich leeren. Schneller als man will. Wir sind Lara, wir können springen, das habt ihr schon gesehen, uns festhalten und wir können schießen. Und das waren gerade Fledermäuse, die wir abgeballert haben. Zum Projekt selber, ich werde das Projekt wahrscheinlich nicht in Folgen unterteilen wirklich, also ich werde einfach am Stück aufnehmen und dann schauen, wie es hinhaut. Hier ist ein weiteres Secret. Und nun können wir hier dieses Medipack aufheben. Wir haben ein Inventar. Erreicht man über Escape, da ist ein Kompass drin, der zeigt lediglich die Himmelsrichtung. Es sind Pistolen drin und zwei Medipacks mittlerweile schon. Dann können wir hier unten speichern, wenn wir wollen. Steuerung rumfummeln, Sound einstellen, irgendwas. Und Detaillevel. Sehr viel, was man hier auswählen kann, du. Ich kann auch nicht mal was auswählen, das ist das Beste an der Sache. Und dann hätten wir noch ein Ringmenü weiter oben, wenn ich jetzt drücken würde. Das haben wir aber gerade nicht, weil das ist dann für so Sachen wie Schlüssel reserviert. Oder sowas, was man dann einsetzen muss. Das kommt aber, glaube ich, im ersten Level noch gar nicht vor. Nee, das kommt noch nicht vor. Nun, ja, hier liegen tote Fledermäuse rum. Geil, wa? Ich nehme dieses Projekt wieder mal mit meinem Handy vorm Bildschirm auf, weil es halt nicht... Ich kann es nicht anders. Sorry, Leute. Aber ich finde, die Qualität geht sogar, nur mein Bildschirm ist halt, ja, recht billig von Medion. mein Bildschirm ist halt so, dass man oben... Nicht, also oben ist er dunkel beim Handy, wenn man aufnimmt. Und unten ist er besonders hell. Also die Farben sind nicht ganz originalgetreu, kann ich euch sagen. Ist alles ein bisschen heller und dunkler als in echt. So, hier haben wir einen Hebel, den habe ich jetzt gezogen. Und dahinter ist eine Fledermaus, die nur zwei, drei Schüsse braucht. Die sind jetzt nicht wirklich schwer. Stark, meine ich. Ja. Nun... Laufen wir hier um die Ecke. Ich sehe gerade die Folge. Nee, ich unterteile es ja nicht so in Folgen. Ich werde einfach am Stück aufnehmen. Ihr müsst also jetzt mal auf das folgendliche Hallo und Tschüss verzichten. Tut mir leid. Warum habe ich mich entschieden, dieses Projekt aufzunehmen? Oder aufzunehmen, wie ich dieses Spiel spiele? Das ist ganz einfach. Denn ich habe dieses Spiel seitdem nicht mehr gespielt, seitdem ich es damals mit meinem Vater gesehen habe. Es ist so, ich habe mal die Level durchgeskippt mit dem Cheat hier. Das heißt, ich kenne den Anfang jedes Levels, also ich weiß, wie das ausschaut, das Bild, was man dann sieht. Ich bin da keinen Schritt gelaufen. Und zwischenzeitlich... Wir haben es neulich nochmal versucht zu spielen. Irgendwie. Und ich habe aber nicht immer zugeschaut. Ich glaube, Alter, mein Leben hat sich drastisch geleert. Das ist nicht gut. Ich wollte im ersten Level kein Medipack verwenden. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. So schlecht war ich noch nie. Ich habe das Level jetzt schon ein paar Mal gespielt. Zu Testzwecken, gucken, ob alles funktioniert, blablabla. Wow, das ist hart. Ich will kein Medipack verwenden. Nicht im ersten Level von Tomb Raider. Wobei es wäre dieser schöne Vorführeffekt. Also Medipacks heilen uns, was ich es noch nicht erklärt habe. Und ja, jetzt
es werden, ich habe die Hoffnung, dass ich viele so Aha-Momente habe, so, ach hier, da, ich erinnere mich an das und das, oder jetzt muss das und das kommen, weil, also ich hoffe, dass solche Momente drin vorkommen. Boah, ich muss gerade tierisch aufpassen, ne? Das wäre ganz schön peinlich, jetzt zu verrecken. Ich glaube, dann würde ich aber schneiden. Also, da tue ich euch dann nicht nochmal an. Werde ich nicht immer tun, nur jetzt halt beim ersten Level. Achso, hier war ja gar nichts. Ups. Ha. Bin ich gut. Zwischendurch, ich habe auch noch ein Let's Play gesehen. Kann ich sagen, von Tails Gaming ist das Let's Play. Aber das habe ich auch nur bis... Wow! Alter, schaut mein Leben an. Mich wundert gerade, dass das noch nicht blinkt in dem Teil. Später blinken die dann. Alter, ich werde das Level nicht mehr schaffen mit so wenig Leben. Scheiße. Oh Gott. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass ich da so failen werde bei dem Bären. Es kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. Direkt mal spannend machen hier. Oh, noch ein Secret. Wir hätten theoretisch die Möglichkeit, uns zu healen. Ihr müsst wissen, wenn ich Tomb Raider spiele, bin ich ein sehr sparsamer Mensch. Also ich spare alles, Munition und Medipacks, ich spare alles. Deswegen brauche ich oftmals 10 Minuten für eine ganz, ganz einfache Szene. Das habe ich damals wahrscheinlich von meinem Vater mir abgeschaut, der hat so gespielt. So, das Problem an der Sache ist, kämpfen ist kein Problem mehr. Mein primäres Problem ist, dass hier nochmal Pfeile kommen. Trefft mich nicht, trefft mich nicht, trefft mich nicht. Sie haben mich nicht getroffen. Boah, okay, der hat mich auch nicht getroffen. So, hier haben wir brüchige Platten. So schlecht wie ich hat sich, glaube ich, auch noch keiner angestellt in dem Level, oder? Ich meine, gut, die es damals zuerst durchgespielt haben. Tatsächlich sollte dieses Level damals stundenfüllend sein, ja. Es wurde als solches empfunden. Alter, hätte die jetzt nicht gesprungen, ne? Ich sag euch, ein kleiner Fehler und wir sind tot. Da kommt nochmal ein Wolf, aber den kann man im Zurennen erledigen, der ist jetzt... What the fuck? What the fuck? Seht ihr mein Leben? Normalerweise kannst du auf den Zurennen einfach schießen und es stirbt. Was ist da los heute? Ach du meine Güte! Scheiße! Normalerweise würde ich da auch runterjumpen, aber das kann ich jetzt nicht bringen, du. Das wäre einfach nur leichtsinnig, so zu sterben jetzt. Spring, spring, spring! Oh, Alter! Ich mach's hier gerade aber auch spannend, Leute, ja? Es geht entspannter, das sage ich euch. Oh Gott! Nein, da unten sind nochmal Pfeile. Nicht euer Ernst. Wenn ich mich hier runterlasse, sterbe ich nicht. Okay, gut. Oh! Levelende, Leute. Oh, das war knapper als gedacht. Ich glaube, hier mache ich gleich mal einen Cut. Ich sehe das gerade. Also alle drei Secrets. 9 Minuten haben wir gebraucht für das Level an und für sich. 14 Kills. Kein Medipack, das wird hier noch gar nicht angezeigt, ob man Medipacks verwendet hat, das ist ja doof. Naja. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.